Ach, Barney, ist das Leben nicht wunderbar? Oh ja, du sagst es, Fred. Eine komplette Zivilisation, in der niemand Unterhosen trägt, das muss man einfach lieben. Wer kann das sein? Ja? Hallo, ich bin Mr. Rock von FedEx Fels. Ich habe ein Paket für Fred Feuerstein von AmazonKlamotten.com Kavenzmann. Okay, manchmal passen Steinwitze nicht so gut. Wollen Sie das Paket nun oder nicht? Lieber Fred, ich hoffe, das hat dich lang genug abgelenkt. Gezeichnet Barney. P.S. Ich habe das Papier erfunden. Voll krass. Barney, meine Pebbles! Du kriegst mich nicht! Der war gut, was, Fred? Der war... Oh. Ach, verdammt, Fred. Ich wollte doch nur was von deinen Frühstücksflocken. Naja, bei dem war schon immer ein Kiesel locker. Ein Zeuge! Lauter Zeugen! Die Spülmaschine! Ach du heilige Kreidezeit! Der Plattenspieler! Der hat nicht alle Steine im Schrank! Das Bidet! Ich hab da schon ganz andere Sachen gesehen! Der hat ja wohl einen absoluten Vollfelsen, heiliges Klamottenrohr! Nie wieder Steinwitze! Ein Tampon zu verkaufen. Also habe ich zu ihm gesagt, hey, das ist doch nur ein Stein. Daraufhin er, ach nee, alles ist doch nur ein Stein. Manche sind echt dreist. Oh mein Gott! Oh, bitte, Herr, halt ihn nicht auf, bevor er mich nicht getötet hat. Fruity Pebbles für ein ausgewogenes Frühstück. The peas, the celery sticks, the meat and the fish will make you sick. All the food is poison, all the food is poison. The apples, tomatoes, wheat and the corn, all the food is poison. Don't eat the food, it's poison food. Poison food.